herzlich willkommen. Sie sind auch herzlich eingeladen, nächstes Jahr bei der Jubiläumsstunde uns zu unterstützen, indem Sie auch mit Reden und mit unseren Stimmen. Herzliche Einladung. Ich bin also heute in Zenfeld bei der Wasserwacht beim Dreikönigsschwimmen und ich habe jetzt den Jugendleiter der Wasserwacht Zenfeld vor dem Mikrofon. Können Sie kurz mal vorstellen für unsere Seher? Gerne. Also ich bin der Alexander Ebner und eben Jugendleiter hier in Zenfeld. Wie war es denn heute? Was war denn heute für Schwierigkeit? Wie kalt war denn das Wasser heute? Also wir hatten heute ungefähr 3 Grad Wassertemperatur. Eine kleine Schwierigkeit war die leichte Eisschicht, die sich auf dem Wasser teilweise gebildet hat. Problem dabei ist nicht, dass das Eis besonders kalt ist, sondern das Eis ist sehr scharf und wenn man sich damit im Gesicht verletzt, dann kann das sehr unangenehm werden. Was muss man denn machen, um da hier mitschwimmen zu dürfen? Da gibt es ja bestimmt einige Voraussetzungen. Richtig, also grundsätzlich muss man geeignet sein. Das ist jetzt etwas grob aufgeführt. Allerdings kann man natürlich die Eignung schon im Schwimmbad feststellen. Ein weiteres Kriterium ist der Rettungsschwimmer in Silber, für den man eben eine gewisse Ausbildung absolvieren muss. Und natürlich die körperliche Eignung sozusagen. Aber die hat man praktisch durch den Rettungsschwimmer in Silber. Ist das jetzt eine besondere Schwierigkeit, bei kaltem Wasser zu schwimmen? Ist es leichter, bei kaltem oder bei warmem Wasser zu schwimmen? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Also grundsätzlich gibt es da durchaus einen Unterschied. Das Problem bei kaltem Wasser ist, dass man schneller Krämpfe bekommt und es ist auch deutlich unangenehmer, muss man dazu sagen. Also es ist deutlich angenehmer, in warmem Wasser zu schwimmen als bei 3 Grad in unserem See. Jetzt habe ich ja gehört, es gibt also auch schon sehr junge Teilnehmer, also sehr junge Leute, die bei der Wasserwacht mitmachen dürfen, beim Tauchen oder wie man auch sagt. Ab wie vielen Jahren darf man denn bei euch mitmachen? Also mitmachen darf man grundsätzlich, sobald man das Seepferdchen erworben hat. Das fängt dann praktisch in unserem Jugendtraining am Samstagmorgen statt. Hier wird man dazu praktisch aufgebaut, größere Aufgaben und auch anspruchsvollere Ausbildungen absolvieren zu können. Wie gesagt, grundsätzlich kann man mitmachen, sobald man schwimmen kann. Come on, baby, come on, hui! So, jetzt habe ich einen Schwimmer vor dem Mikrofon, vor der Kamera. Wie war es denn heute von der Temperatur her und von überhaupt so? Also im Neopren ging es eigentlich ganz gut. Hinten haben wir ein paar Eisschollen gehabt, aber das war ganz okay. Chilling down in the sun, oh yeah. It's been a long time. I got you on my mind long time.